Hallo meine Schnuckis und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, es geht um Silvester bzw. Neujahr, aber eigentlich ist heute Heiligabend. Deswegen wünsche ich euch wunderschöne Feiertage, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf eure Familie, wenn ihr zu Besuch seid oder Besuch habt. Ansonsten macht euch einfach ein paar schöne Tage. Und wie ich diese Karten gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Also eigentlich zeige ich euch nur eine Karte. Naja, man muss ja auch ein bisschen, ich habe ja ein bisschen rumprobiert, beziehungsweise hier, das war mein erster Versuch, ne? Hier hinten steht dann auch 1, 2 und 4, bin ich halt nicht so happy mit, weil das ist irgendwie zu hell. Dann habe ich überlegt, ob ich hier mehrfach drauf stempel, das ist aber ein bisschen tricky, weil das so ein Stempel ist und kein Clear Stamp. Deswegen habe ich das lieber so gelassen, bevor ich es mir komplett ruiniere. Und eigentlich wollte ich dieses Kleeblatt hier machen. Und daraus ist dann meine Idee für eine ATC-Karte entstanden, beziehungsweise eine kleine Serie. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr braucht weder diesen Stempel, noch braucht ihr so ein Mini Happy New Year. Das ist der hier, hatte ich letztes Jahr in einem Adventskalender. Und ja, das Kleeblatt ist eigentlich das, worum es hier geht und was auch relativ simpel ist. Der Rest ist Beiwerk, ne? Halt, was ich mir so überlegt habe. Ja, wie man hier sieht, sollte eigentlich rot werden. Man sieht da den Rest hier auf meinem Papier. Es war nämlich noch nicht ganz getrocknet bzw. abgekühlt und ich habe es umgedreht, um es etwas flacher zu bekommen, weil ich das gewählt hatte nach dem Erhitzen. Und dann ist dann da halt das Papier dran hängen geblieben. Aber ehrlich gesagt, finde ich, gibt das einen ganz coolen Effekt, weil das relativ matt ist und nicht so hoch glänzend. Genauso, dass hier außenrum noch so ein paar rote Sprenkler sind. Fragt mich nicht, wie das passiert ist, ist halt passiert. Und hier eben einmal in Gold Glitzer. Ich habe hier verschiedene Eckenabrundungen gemacht. Also einmal hier so. Man sieht's ja. Die letzte Karte habe ich auch schon vorbereitet. Die sieht so aus. Also so ein Scallop nennt sich das, glaube ich. Genau. Und einfach nur schwarz. Und den Rest machen wir jetzt zusammen. Ist eigentlich, ups, relativ unspektakulär, aber man muss ja jetzt auch nicht an Weihnachten sich stundenlang Videos angucken. Da gibt es anderes zu tun. Essen zum Beispiel. Oder Weihnachtsfilm gucken oder so. Jo, ich habe meine Karte. Also ATCs sind 2,5 Inch mal 3,5 Inch, egal ob so oder so. Man kann sie immer verwenden, wie man möchte. Man kann natürlich auch eine große Karte machen. Ich fange jetzt an, erst einmal mit dem Body über meine Karte zu gehen, weil ich erstmal meinen Hintergrund haben will. Dann nehme ich hier meinen Feuerwerksstempel. Wie gesagt, man kann da nehmen, was man möchte. Ist da jetzt relativ offen, finde ich, was man halt hat. Bin ich damit nämlich auch schon fertig. Und ich habe mir hier so mal blaues Embossing-Pulver genommen, was ich halt so rumfliegen habe. Das ist mal so eine Möglichkeit, schön bunt zu embossen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das blaue habe. Aber egal. Das Rote weiß ich noch. Und Gold auch. Aber Blau weiß ich nicht mehr. So, da sieht man nicht viel, aber man sieht's. Und Feuerwerk ist ja bunt. Und da man ja dieses Jahr wohl eher weniger knallt, mache ich das halt so. Nö. Au, das tat jetzt weh. Dann werde ich das jetzt hier einmal embossen. Also, das ist jetzt fertig. Man sieht es. Glänzt hübsch und ja, es ist ein ganz feines Blau. Aber ich finde, man kann es sehen. So, dann habe ich mir hier auf einem Rand von der Buchseite einfach so ein Stück rausgerissen und Happy New Year drauf gestempelt. Ich habe halt so viele Buchseiten, die hier rumliegen. Aber ihr könnt es natürlich wild dekorieren, wie ihr wollt. Hier habe ich so ein Sechseck mir ausgestanzt. Das klebe ich mir erstmal drunter. Man kann das unten drunter genauso machen wie wie das Kleeblatt. Das war mir aber zu viel Arbeit. Das habe ich beim ersten Mal gemacht und dann bin ich umgeschwenkt auf Sechseck. Oder was halt in der Größe ungefähr als Untergrund passte. Also, nö. Nehmt das, was ihr habt und
kreiert halt irgendwie eine schöne Neujahrskarte. Es reicht ja was Kleines. Dann seht ihr, hier habe ich schon meinen Herzstanzer aus rumliegen. Deswegen könnt ihr hier halt gucken, was ihr macht. Wenn ihr einen größeren Herzstanzer habt, könnt ihr natürlich auch einen größeren machen. Man kann es auch mit der Hand ausschneiden. Das ist auch überhaupt kein Problem. Dann legt man sich die Pappe irgendwie vierfach und dann kann man sich das auch mit einem Mal ausstanzen und hat dann die gleich großen Herzen, oder man nimmt die Big Shot. Ha, da war mein letztes Herz. Ich habe mich eben gewundert bei der Karte, warum ich ein Herz mehr ausgestanzt habe und es nicht da war. Hier ist es. So, ich mache mir jetzt erstmal hier so vier Punkte, wie so ein Knopf. Das reicht nämlich schon. Man kann das auch alles einzeln auf den Herzchen drauf machen. Aber das ist Arbeit. Ihr merkt schon, heute bin ich mit, es muss auch mal schnell gehen. So, dann klebe ich mir das hier dran und drücke einmal in der Mitte auf. Dann hebt sich das ganz leicht am Rand. Das finde ich immer ganz hübsch. Dann setze ich mir hier noch einen Klebepunkt hin. Und nehme mir eine Halbperle. Man könnte jetzt natürlich auch einen Glitzerstein nehmen, der genau in der Farbe von dem Feuerwerk ist. Oder was man sonst so hat. Das ist nämlich schon das ganze Zauberspiel. Und man kann natürlich jetzt hier auch noch irgendwie aus der Pappe so einen kleinen Streifen ausschneiden als Stiel von dem Kleeblatt. Aber ich finde, man kann es auch so erkennen. Und das ist jetzt hier meine Serie, ich glaube. Ne, so. So ist meine Serie. Wie gesagt, man kann es in weiß machen, man kann es in schwarz machen. Man kann natürlich auch einen komplett anderen Hintergrund, oder man macht einfach nur gestempelt, frohes Neues, macht irgendwas Koloriertes. Irgendwie, was euch einfällt, wagt euch dran, und wenn ihr keine Lust auf eine große Karte habt, macht da halt was Kleines. Ist auch eine Möglichkeit. Genau. Und damit wünsche ich euch weitere restliche wunderschöne Feiertage, und wir sehen uns in diesem Jahr noch einmal. Gibt's noch ein Video. Also, bis dann. Ciao, ciao.